seid gegrüßt. Guten Morgen aus dem regnerischen Mallorca. Wie soll es auch anders sein? Die ersten Negermarsch. Regen. Alles? Aktuell habe ich schon die Lampe angeschlossen. Das hell bleibt. Hier versammeln sich schon die Massen. Ich stehe jetzt am Start. Bin dabei. Es wird langsam heller. Wenn es auf Mallorca regnet, stehen Straßen, Gehwege unter Wasser. Unsere erste Treppe. Die Kamera, ich habe ich gerade abgemacht. Muss ich gleich noch vernünftig verstauen. Vor uns ist das Meer. Könnte man sogar während des Marsches schwimmen. Das ist, glaube ich, nicht so angebracht wäre. Da bin ich wieder. Ja, schön. Das ist 5 Kilometer schön. Juhu! Ein Die Straße steht ein bisschen unter Wasser. Ich bin jetzt hier oben bei den 3 Gastanks. Da sind gerade Gaskugeln angelangt. Und jetzt geht es langsam wieder runter. Wir laufen gerade an den Mandelbäumen vorbei. Hi. Und läuft gut? Ja, schön. Ja. Bis auf das Wetter. Ab hier soll es hoffen werden. Ja, hoffentlich. Die ersten 10 Minuten. Rechts neben uns ist die Stadtmauer. Die ehemalige. Probieren wir kurz. Ich
habe mich gerade ausgezogen. So schwitzt du da drunter. Wie sollte es auch anders sein? Der nächste Anstieg kommt. Zum Glück haben wir schon ausgezogen. Bis jetzt war die Strecke echt schön, aber halt auch nur Asphalt, Steine. Und wir müssen auf die Autos aufpassen. Also zu entdecken gibt es hier auf jeden Fall sehr viel. Die Aussicht ist gerade grandios. Viele bungalows noch im Rohbau. Oder manche bleiben auch so. Betonoptik. Wahrscheinlich günstiger. Gleich 15 Kilometer. Schon ein paar Stunden unterwegs. 3,5. Bin vor bei VP1 nur durchgegangen. Banane. Magnesium ins Wasser geschmissen. Und weiter. Habe ich gerade die Kamera weggesteckt und ist wieder raus. Und zwar deswegen. Jetzt geht es durch Wald und Flur. Ich habe mal diese Aussicht an. Einfach schön. Den Vorteil, dass es heute Morgen geregnet hat, ist, dass die Brennhaare von den Raupen nicht durch die Gegend fliegen, weil es zu nass ist. Hier treffen beide Wege wieder aufeinander. Wir gehen jetzt zu VP2. Und geil. Und die da gehen schon zu VP3. Alter, das ist geil. Über 3 Kilometer, 8,8% Steigung. Das schaffen wir doch. Ja, ist schon anstrengend, ne? Aber die Aussicht ist schon cool. Wir sind fast oben bei VP2. Minimal verschwitzt. Aber ich würde mal sagen, es lohnt sich. Auf jeden Fall. Hey, Dixies. Meins. Das war für OP2. Hier gibt es noch ein bisschen Kartoffelsalat. 2-3 Würstchen, wenn man Glück hat. Ein Würstchen, wenn man Glück hat. Weil ansonsten ist es wieder weg. Ja.
Süßigkeiten sind schon alle. Da müssen wir gleich wieder runter. Wenn wir schon mal hier sind, müssen wir uns auch die Kapelle angucken. Oh, gleich Temperaturunterschied hier. Schön. So, und für mich geht es jetzt wieder nach unten. Yippie. Die Schlussläufer sind jetzt auf dem Weg nach oben zur P2. Gucken, dass sie ein bisschen Gas machen. Guck mal, ist das nicht herrlich? Teilweise blaue Himmel mittlerweile. Ich glaube, ja auch nicht so einfach, oder? Okay. Oh, wie geil. Jetzt geht's auf jeden Fall erstmal ein bisschen am Strand entlang. Fleißig Fotos gemacht. Dann geht's gleich. Da geht's hoch. Mhm. Ja. Gedreht wurde. Ja, cool. Guck mal, sehen die da unten alle nicht. Hier oben ist schöner. Ja. Ja, manchmal lohnt es sich auch, den Schildern zu folgen, aber nur manchmal. Hammer geil. Die 25 Kilometer. Hm? Soll ich gleich ein Bild von dir machen? Ja, kann man auch. VP3 gleich VP1. Es gab gerade Cola. Ein Apfel, eine Banane. Für mich. Und einmal Toilette. Hände waschen. Und jetzt geht's wieder weiter. Es geht mir entsprechend eigentlich gut. Der linke Fuß, der muss wahrscheinlich ein bisschen mehr trainiert werden. Gehen wir wieder ein bisschen die Strecke, die wir gerade gekommen sind. Und dann biegen wir irgendwann irgendwo ab. Die beiden externen Mikros habe ich gerade ein bisschen geladen. Beziehungsweise, dass die vorne mit ich noch am Laden. Und dann sage ich mal bis gleich.
Das ist mein Blöd. Ich genieße gerade einfach nur. Ich blende alles andere aus, weil wir nur genießen. Ja, okay, hier nehme ich mein Pokémon auf und guck. So ein Marsch packe ich zum Ei aus. Ich lebe noch. Jetzt im Moment. Mit der letzten Serie. Da kommen noch ein paar. Viel, viel zu wenig getrunken. Die letzten 8 Kilometer. Yippee. Alles wird gut. 41 Kilometer. Großer Ehrgeiz. Großer Ehrgeiz. Ich glaube, die haben sich mittlerweile neue Sprüche ausgedacht. Und die letzten Kilometer haben neue Schilder gekriegt. Wir sind jetzt auf den letzten 8 Kilometer. Zu Mallorca kann ich auf jeden Fall sagen, unterschätzt bitte nicht den Asphaltanteil. Es ist schon sehr krass. Also ich würde sagen, wie bei vielen Märschen so um die definitiv 90%. Ein bisschen hast du auch Wald, viel Schotter auch, aber der geht wenigstens nach. Aber die Aussichten, wenn du so guckst, die sind schon echt genial. Du gehst halt auch durch die Altstadt von Alcudia. Da, wo ich ja gestern eigentlich hin wollte, aber dann bin ich auf den Berg gestiegen. Ich konnte mich ja nicht entscheiden, wo ich hin will. Wenn ich nochmal hier hin bin, dann eine ganze Woche. 44 Kilometer. Nehmen wir jetzt noch einen Teil von dem See mit. Kilometer. Deine Gefährten warten. Also Mallorca ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Noch im Hellen ins Ziel gekommen. Man sieht jetzt zwar nicht mehr viel, aber ich habe meine Urkunde. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei meinem Megamarsch Mallorca. Das war schon echt cool. Ich war
weiß, das sage ich mal fast jedem, aber es war schon war wirklich geil. Und jetzt suche ich das Klo.